Also wir haben hier jetzt mitbekommen, dass es Muslime gibt, die sich beklagen, warum haben sie was gegen uns hier, die von der Freiheit. Liebe Muslime, wir haben überhaupt nichts gegen euch. Wir haben überhaupt nichts gegen euch als Menschen. Wir sagen, ihr seid alle herzlich willkommen, die hier in Deutschland seid und die hier mitmacht, die hier arbeitet und dieses Land voranbringt und euch vor allen Dingen aufs Grundgesetz beruft und nicht auf die Scharia. Und die ihr mitmacht bei der gesellschaftspolitisch wichtigsten Aufgabe des 21. Jahrhunderts. Und das ist es, die verfassungsfeindlichen Bestandteile des Islams, die im Koran in Befehlsform drinstehen, zu streichen. Das ist die wichtigste Aufgabe, denn der Koran ist die Motivation und der Grund für das Töten, das jeden Tag irgendwo auf der Welt von Muslimen gegenüber Christen und Hindus und Buddhisten und sonstigen Andersgläubigen passiert. Und deswegen ist es so wichtig, dass all diese Tötungsbefehle gestrichen werden. So. Wir sind eine Partei, die gibt es in ganz Deutschland. Unser bayerischer Landesverband hat auch in Franken viele Mitglieder. Und da ist der Gernot da, unser stellvertretender Landesvorsitzender aus Mittelfranken. Und wir freuen uns, dass er auch immer wieder Redebeiträge hat und uns was berichten kann über die Islamisierung. Er war übrigens neulich bei einer Vorstellung von der Justizministerin Beate Merk, da war eine Studie übers Kopftreten. Das ist eine Erscheinung, die gibt es seit einigen Jahren immer häufiger. Und es sind verdammt oft Muslime, die gegen die Köpfe von am Boden liegenden, schon bereits bewusstlosen Nicht-Muslimen treten. Und da wurden 46 Fälle vorgestellt in Nürnberg, allein in Nürnberg, und kein einziger dieser Fälle stand in der Presse. Das wird totgeschwiegen. Warum? Weil es politisch inkorrekt ist, solche brutalen Dinge zu veröffentlichen. Das ist falsch, oder Gernot? Absolut richtig, Michael. Und zwar, was wirklich ganz extrem mittlerweile in Deutschland ist, die Presse verschweigt sehr viel, die Presse schreibt teilweise die Unwahrheit, das sieht man ja auch sehr oft, was unsere Partei angeht. Um nochmal darauf zurückzukommen, was Michael gesagt hat, ich war bei einer Pressekonferenz von Frau Merk, von Frau Dr. Merk. Es ging um dieses Kopftreten. Allein, was mich da eigentlich betroffen macht, ist die Tatsache, dass da eine Studie angefertigt werden muss von der Uni Nürnberg, Uni Regensburg, BMW war dabei, Siemens waren dabei, welche Auswirkungen Kopftreten hat. Ich finde das grausam, dass man darüber überhaupt nachdenken muss. Aber das bedeutet andersrum wieder, dass die Straßen hier immer gefährlicher werden. Und es sind leider Gottes meistens Menschen, die aus dem Ausland zu uns gekommen sind oder die eben diesen Glauben anhängen. Und ich habe hier zum Beispiel eine Rede, die ist leider nicht von mir, aber da sind so viele Gedanken drin, die ich dann doch weitergeben möchte. Da geht es unter anderem darin, dass man sehr viel diskutieren kann. Gibt es einen Gott? Gibt es keinen Gott? Welcher Gott ist der richtige? Gibt es einen größeren? Gibt es einen kleineren? Ist der Koran real? Ist er nicht real? Das aber spielt im Endeffekt gar keine Rolle. Was wirklich eine Rolle spielt, ist das, was in der realen Welt passiert. Und das ist zum Beispiel real. 57 Länder gibt es auf der Erde, in denen der Islam die Staatsreligion ist, in denen teilweise die Scharia herrscht. Und leider Gottes kann man da nicht wirklich Gutes berichten. Da werden die Menschenrechte mit Füßen getreten, da werden Frauenrechte mit Füßen getreten. Es gibt Länder wie Saudi-Arabien und jetzt kommt auch der Iran, wo Mädchen mit 9 und 10 Jahren verheiratet werden an so alte Säcke, wie ich einer bin. Das ist meines Wissens einfach nicht hinnehmbar, das ist nicht tragbar. Und da geht es hier weiter. Und worum es da immer wieder geht, es wird beschrieben, dass wir hassen. Warum wir hassen? Wir würden den Islam verteufeln, wir würden Angst vor dem Islam schüren. Und das ist gar nicht richtig, das machen wir nicht, sondern es geht darum, es geht um die reale Welt, es geht um die Ängste, warum wir Ängste haben. Da gibt es zum Beispiel 9-11, brauche ich nicht viel sagen. Es gibt Anschläge auf die Londoner U-Bahn, in Madrid, in Mumbai, in Mali, Bali, Nordnigeria, Sudan, Afghanistan, Saudi-Arabien, in Iran, in Jemen, in Irak tagtäglich die Bomben, in Ägypten die Bomben. Und so geht es immer weiter. Dann gibt es die ganzen Gesetze, Tod für
Apostasie, Tod für Blasphemie. Wie oft hört man in letzter Zeit, nur weil jemand irgendetwas gesagt haben soll, Bedeutung ist auch soll, wurde schon die Todesstrafe ausgesprochen. Tod für uneheliche Untreue, Tod für Homosexualität. Dann diese Geschlechtertrennung, diese Geschlechterdiskriminierung, die jetzt ja mittlerweile in Deutschland immer mehr eingeführt wird, dass Mädchen nicht zum Schwimmen dürfen. Auch dieser Frauenschwimmtag, der eingeführt wurde, nur um den islamischen Leuten entgegenzukommen. Das finde ich nicht richtig und viele von unserer Partei finden das auch nicht richtig, denn wir haben eben die Gleichberechtigung. Dann zum Beispiel gibt es eine ungleiche Bewertung von Zeugenaussagen von Männern und Frauen. Das steht im Koran auch festgeschrieben, dass die Aussage einer Frau weniger wert ist als die eines Mannes. Aber leider Gottes in so einem Land wie unserem in Deutschland möchten wir das nicht, da ist die Aussage einer Frau genauso viel wert wie die Aussage eines Mannes. Ich war die Tage in Nürnberg, war ich bei einer Vorlesung, einem Vortrag von Ahmadiyya und da wurde klipp und klar auch gesagt, Mann und Frau sind gleichwertig, aber keinesfalls gleichberechtigt. Und das, meine Damen und Herren, das ist nicht richtig. Dann, wie wir es jetzt gehabt haben in Saudi-Arabien, da wird eine Touristin, eine Frau, wird vergewaltigt und wird dann von einem Gericht noch dafür bestraft, dass sie vergewaltigt wurde. Das ist eine Verhöhnung des Opfers, das ist eine Verhöhnung der Menschenrechte. Dann sieht man ja auch, dass berühmte Leute wie Theo van Gogh auf den Straßen in Amsterdam hingerichtet wurden. Vor ein paar Wochen in London ein englischer Soldat wird hingeschlachtet auf der Straße. Die Leute lassen sich filmen, fotografieren und rufen dabei Allahu Akbar. Und dann wird uns erzählt, der Islam ist friedlich, das hat alles nichts zu tun, die haben das falsch interpretiert. Ich sage ja, ich musste mir bei der Ahmadiyya anhören, das wird es besonders Sunniten interessieren, dass 1 Milliarde Sunniten den Koran falsch interpretieren. Nur die Ahmadiyya macht es richtig, wurde uns am Dienstag erzählt. Also denkt da mal drüber nach. Und so geht es immer weiter. Es gibt ja zum Beispiel dann auch in London, teilweise in Berlin, teilweise in Köln, Duisburg, gibt es schon Scharia-Patrouillen. Das ist das, warum wir zum Beispiel dieses Zentrum auch nicht möchten. Denn es geht ja nicht immer nur um das Zentrum, sondern auch um den Umkreis von diesem Zentrum. Jede Moschee gibt es einen Umkreis von mindestens 1 Kilometer oder 1 Meile, wo Muslime sagen, das ist jetzt unser Gebiet. Und dort möchten sie ihre Rechte durchsetzen. So wie es auch zum Beispiel der Türkei der Erdogan versucht, Alkoholverbot im Umkreis um jede Moschee. Nur, dass der in den letzten Jahren so viele Moscheen verkauft hat, dass du fast kein Alkohol mehr verkaufen kannst, weil du immer irgendwo im Umkreis von einer Moschee bist. Das ist zum Beispiel ein weiterer Punkt. Dann geht es auch um diese Polygamen-Ehen, um die Vielehen, die mittlerweile in Deutschland auch stattfinden und teilweise, man sieht die Leute im Fernsehen oder vor 2 Tagen war es in der Zeitung, brüstet sich ein Kosovo-Albaner mit 2 Ehefrauen, mit 8 Kindern und der größte Witz, ich finde es traurig, unser Bundespräsident zeichnet den noch aus und übernimmt die Patenschaft und da gibt es noch 500 Euro für die Patenschaft. Das ist meines Erachtens absolut nicht richtig, das ist eine Lachplatte. Weiter geht es dann hier unten. Warum die Angst vor dem Islam? Das ist eine Reaktion auf die reale Welt. Und dann wird uns immer erzählt, das ist der extreme Islam. Was ist der extreme Islam? Nehmen wir doch zum Beispiel mal Saudi-Arabien. Da ist die Geburtsstätte Islam, da sind die heiligen Stätten des Islam. Und was ist dort los? In Saudi-Arabien darf eine Frau kein Auto fahren. In Saudi-Arabien darf eine Frau ohne ihren männlichen Begleiter das Haus nicht verlassen. Sie darf nicht wählen. Bei manchen Abstimmungen wurde sie dann pro forma zugelassen, aber wichtige Sachen dürfen sie nicht entscheiden. Und das ist aber angeblich der extreme Rand. Das sind wieder die, die das falsch missverstehen, die das falsch interpretieren. Es steht aber so in diesem Buch drin. Und da frage ich mich, was muss das für ein Gott sein, der ein Buch gibt den Menschen, wo so oft und so viel falsch interpretiert werden kann. Und dann geht es weiter. Saudi-Arabien, das ist ungefähr so, wie wenn man so sagen würde, na dann ist der Vatikan der extreme Rand der Katholiken. Aber das geht einfach nicht. Dann heißt es immer wieder, da wird vieles missverstanden. Die gewalttätigen Muslime, die gewaltigen Mohammedaner, die hätten das missverstanden. Warum verstehen
wollen so viele Menschen das wissen. Also wenn ich den Koran lese, ich brauche da nicht viel missverstehen, ich lese über 100 Suren und da steht drin, Menschen töten. Ja, warum? Warum? Okay, ich habe gerade gehört, unsere Sprechzeit ist um, ich bedanke mich, bis später, Dankeschön. Danke, Herr Gernot, unser stellvertretender Landesvorsitzender in Bayern. Applaus für ihn. Nachher kann er weiterführen seine Rede, denn wir werden natürlich die Gedanken nicht abreißen lassen, sondern nach 10 Minuten Pause geht es weiter. Nutzen Sie die Pause, um bei uns zu unterschreiben. Danke.